Kennst du das? Wenn man nicht loslassen will, wenn man immer weiter festhält, obwohl man genau weiß, dass man loslassen sollte. Du kennst das vom Job, von der Uni, von Freunden, von Beziehungen. Eigentlich weißt du längst, es ist Zeit loszulassen. Aber wir wollen nicht loslassen. Warum wollen wir nicht loslassen? Weil wir Angst haben. Ja, du und ich, wir sind Angsthasen. Wir haben Schiss, alleine zu sein. Wir haben uns daran gewöhnt. Denn der Mensch gewöhnt sich an alles. Der Mensch gewöhnt sich an Schmerzen. Der Mensch gewöhnt sich an Beleidigungen. Der Mensch gewöhnt sich daran, nicht geliebt zu werden. Wir spüren doch schon längst, dass wir am falschen Ort sind. Bevor du dich trennst, weißt du schon lange Zeit, das hat keinen Sinn mehr. Doch du hältst fest. Du willst nicht loslassen. Du fühlst dich unwohl im Job wegen den Kollegen. Du fühlst dich unwohl im Job wegen deines Jobs, wegen der Tätigkeit an sich. Aber du bist schon jahrelang dabei, also willst du nicht loslassen. Du bist im Studium und denkst dir, hey, ich habe schon 3 Jahre studiert. Ich will nicht loslassen. Ich halte daran fest. Du hast Freunde aus der Kindheit. Aber du merkst, die ziehen mich nur runter. Die glauben gar nicht an mich. Aber weißt du was? Du willst nicht loslassen. Du hältst fest. Denn du denkst dir, hey, das war schon immer so. Warum sollte ich jetzt was ändern? Und du gewöhnst dich daran. Du gewöhnst dich an den Schmerz. Das ist so wie mit dem Frosch, der in den Topf voll mit Wasser fällt. Wenn wir die Temperatur von dem Wasser immer nur um 1 Grad erhöhen, dann merkt der Frosch nicht, was passiert. Er findet es sogar gemütlich und irgendwann stirbt er, weil er gekocht wurde. Wenn du aber die Temperatur von 0 auf 100 stellen würdest, dann würde der Frosch rausspringen. Er würde merken, irgendwas stimmt nicht bei mir. Irgendwas stört mich. Und genauso ist es bei uns. Wir gewöhnen uns an alles. Wir gewöhnen uns an den Schmerz, denn wir wollen nicht loslassen. Denn wir haben Schiss vor der Meinung der anderen Menschen. Wir haben Schiss, dass Menschen sagen, guck ihn mal an. Er hat nicht durchgezogen. Oder schau dir ihn an, er ist gescheitert. Schau dir sie an, sie hat sich getrennt. Ich wusste eh, die passen nicht zusammen. Und oftmals bleiben wir zusammen. Oftmals bleiben wir bei dem Job. Und wir spüren diesen Schmerz. Und weißt du was? Veränderung kann schmerzhaft sein. Aber nichts ist schmerzhafter, als dort zu bleiben, wo man nicht hingehört. Habe den Mut, dich zu verändern. Habe den Mut, auch mal loszulassen. Du musst niemandem gerecht werden, nur dir selbst. Denn denke dran, wer loslässt, hab beide Hände frei. Dein Björn.